Sommerzeit ist eigentlich Wespenzeit. Und weil es bislang gar keinen Sommer gab, bleiben auch die Wespen aus, oder? Nicht ganz. Italienische Wespen, die fahren zu jeder Jahreszeit. Die nennt man Vespa und die stechen einem höchstens ins Auge. Und das tut auch nicht weh, das ist ein Augenschmaus. In Seefeld am Ammersee zum Beispiel, da trafen sich am Wochenende die ältesten Vespas Europas. Baujahr 46 bis 54. Che bello. Das Vespa-Fieber ist eine nostalgische Erkrankung ohne jede Aussicht auf Heilung. Einmal angesteckt, wird man die Sehnsucht nach dem Klang des italienischen Nachkriegsflitzers nicht mehr los. Vom Duft des Zweitaktmotors wurde Hasi Lehrer schon 1957 verführt und so bekam er zum 18. Geburtstag seine erste Vespa. Kreuz und quer durch Deutschland war er damals unterwegs mit seinem Schätzchen, das nicht billig war. Also gute Gebrauchte haben sie aber schon 900 bis 1000 D-Mark bezahlt. Das war fast so viel wie ein Käfer, oder? Ja, nein, der Käfer war schon teurer damals. Ja, der hat so um die 3000 Mark gekostet. Eine Rakete war die Vespa nur in Sachen Absatzzahlen. Beim Fahren musste man die Oldtimer immer schon schön schonen. Man sollte schon schauen, dass man das fährt, was der Motor leistet. Und das war halt gegen den neuen Fahrzeugen wesentlich weniger. Also was ist denn die Grenze? Ja, so 60 Stundenkilometer. Schneller darf man nicht fahren? Nein, auf keinen Fall, weil sonst machen sie einen Motor kaputt. Für Hasi Lehrer wurde das Rollerfahren zum Lebensinhalt. Und die Musik von damals hat ihn nie verlassen. Bill Haley, Elvis Presley. Es war die Zeit, ja, einmalig. Dabei wurden die Vespas hart rangenommen. Und so manchem Exemplar auf dem Treffen sieht man das auch an. Aber das macht so eine alte Vespa nicht billiger. Ganz im Gegenteil. Es ist 30% mehr wert als restauriert. Ist sehr schwer auf dem Markt zu finden. Über 10.000 Euro zahlt man mittlerweile für die alten Roller. Darf man die so einfach in den Regen stellen? Das ist wie eine Dusche. Mein Gott, wir duschen auch jeden Tag und die Vespa wird dann nass und daheim wird sie gepflegt und geputzt. Aber vorher geht's noch im Regenkorso zum Ammersee. Nicht wegen der Aussicht. Nein, die Münchner Oldtimer-Freunde haben die Vespa-Akrobatik der 60er Jahre wiederbelebt. Tja, nichts ist unmöglich, wenn einen das unheilbare Vespa-Fieber mal gepackt hat. Ja, super.